Hallöchen, meine Käsekette, willkommen zu einer neuen Folge von Die Sims 3, die Family Gacy Challenge. In der letzten Folge haben wir Zwillinge bekommen. Und die werden heute wieder, von mir automatisch zum Kleinkind gemacht. Zumindest Lil ist erst dran, obwohl ich ihr das eigentlich empfohlen habe. Aber okay. Dann machen wir es mal eins. Es stinkt ein ziemlich gut ist. Loreen ist nicht wichtig. Jo. Kerzen ausblasen, Loreen, komm, Feuer frei. Ja, schön für die Geburtstagsparty. Würde Geburtstag von Loreen Mandarin, okay. Was hast du denn für ein Problem? Ein Kuchenstück essen, hör auf das Kuchenstück zu essen. Okay, die stinkende Winde und der stinkende Taylor ist jetzt egal. Das Kind jetzt eben gehabt, das ist also richtig schief gelaufen. Da feiern sie, die Jüngsten. Also, hochgenommen werden, okay. Gut. Ah, sie hat schwarze Haare, ja gut, da kann man... Wie sieht denn immer zu den Kuchenstücken hin? Jetzt hör auf! Sprechende schmutzige Winde wechseln. Er hat doch schon gegessen, was will er denn noch einen essen? Geh weg, sonst bist du nur dick. Geh mal lieber duschen. Warum wollen die alle nur mit Lil spielen? Komm, kuschel auch mal mit Loreen. Loreen hat das auf sich wirklich verdient. So. So, warte mal, kann man nämlich den Schlaf lesen? Ja. Ja. Wer singt denn hier? Ach, Taylor ist das. Taylor, bevor du hier machst. Also Frau machen. Ich hoffe nicht im Badezimmer, aber egal. Die kann auch Hausaufgaben machen, sie braucht kein Buch zu lesen. Kann er später machen. So. Hä? Wo ist sie denn hin? Hol das Buch noch von Timbuktu ab, Mensch. So, ja. Gut, dann lese sie mal in den Schlaf. Ist ja egal, welches Kinderbett du nimmst. In den Schlaf lesen. Hä? Na, was denn nun? Jetzt gehst du darüber. Ach du Heilige! Satan! Du Heilige! Exorzismus! Bitte! Hallo! Au! Oh. Ich mach dir das per Telepathie gedankenmäßig. Sie macht das telepathisch. Cool. Alle sind so müde, alle müssen sie ins Bett.
Taylor schläft schon. Oder ist sie? Und Booker. Booker sieht auch noch relativ gut aus. Booker kann sich ja mal kurz um die Pferde kümmern, dass sie noch ein bisschen Heu haben. Der sieht nämlich noch relativ gut aus. Da brauche ich jetzt kein Buch zu lesen. Taylor schläft schon. Dachte, du bist schon im Bett? Hier, du kannst noch ein Kuchenstück essen. Den restlichen Kuchen tue ich jetzt beim Kühlschrank rein. Und dann schläfst du. Taylor schläft ja schon. Hat er schon seine Hausaufgaben dort fertig? Hat er seine Hausaufgaben schon fertig? Ja. So, unterhält sich noch ein bisschen mit dem Kind und Hufe auskratzen. Wegen mir kannst du dieses Tuten, Buka, wenn dir, wie du lustig bist, ist mir egal, du hast jetzt momentan keine Pflichten. Wer ist denn das schon wieder? Crystal Councilman, Paparazzi. Was wollen die ganzen Paparazzis immer bei mir? Die sollen verschwinden. Achso, das ist Buka. Ich habe jetzt schon gedacht, das wäre jemand anderes. Mann. Was ist denn das hier? Eine Pfütze? Hat sich jemand hier eingeseicht? Naja, gut. Oh, Kitty. Du kannst jetzt auch schlafen gehen. Gut, die geht jetzt auch schlafen. Was Buka macht, weiß ich jetzt gar nicht. Der Fernsehen. Nein, wird jetzt kein Fernsehen geguckt. Warum äußert denn hier hinten so? Buka kann ja noch ein bisschen was machen. So. Ja, du räumst noch mal schnell die Wäsche weg. Und dann die Pferde, die werden sich schon einig. Warum schnüffeln die mal? Als ob das jemand in echt machen würde. Ja, gut, es gibt solche Fanatiker. Also ich bin schon mal nicht einer davon. Echte Mächte? Du brauchst ein potenzielles Liebchen. So nennt man das also. Nein, du kommst hier nicht rein, Lance. Vergiss es. Panische Angst. Was für? Huschen. Oh, coole Dogs. Oh, oh. Hint me down a G. Huschka. Sabine. Natürlich kriegt sie wieder eine extra Wurst, ne? Ja. Ihr müsst euch leider von den Resten des Kuchens bedienen, aber das kriegt ihr schon hin. Was ist das denn für ein Geräusch gewesen? Ew. Das ist doch Penny drin, die kommt schon von alleine raus. Ah. Anhören, was will denn der von. Was will denn Lance von uns, Lance Schwump, naja. Wir hören uns mal an, was er für ein Leinen hat. Ja, Lance, was hast du denn für eine Sorgennöte? Zoob, Johanny Moss, Tee? Schön für dich. Schön für dich, wenn du. Zibi Duba, Sniflorkini, Krondel, Kisimata, Quinzel Nivar, Zorbu, Shagaza, Tawazi. Warte mal, die ist doch wach. Kann ich jetzt ein Foto machen? Warte mal. Oder aufnehmen. Hallo. Hör auf mit den komischen hässlichen Lans zu telefonieren. Land! Was ist das für sie? Gibt's den kannst du später. Komm! Geh jetzt mal dahin. Foto aufnehmen. Und bitte mal ohne Kind. Toll. Hier kann ich ja sehr viel. Du sollst mal hier rausgehen. Und mal fotografieren. Bitte zu positionieren. Danke. Warte mal, Buka macht gerade was.
Kamera aufnehmen. Mein Tier. Okay, habe ich jetzt irgendein Foto? Kann ich jetzt das auch hier hinhängen oder geht das noch? Ich weiß es nicht, wie es bei Sims 3 ist. Ich bin ewig nicht mehr gespielt. Geh duschen, genau. Und dann machst du dich mal ein bisschen fertig für den Orten. Guck mal, muss man schon wieder nicht auf Arbeit oder weißt du, in 2 Stunden. Oh, die kümmern sich jedenfalls um den Seelenstern. Kann die das auch machen? Nee, die kann nur betrachten. Sailor spielt Computerspiele. Hier, pfleg mal einen Garten. Das hat die? Von Hand beschnüffeln lassen, okay. Hör auf zu duschen. Ach so, die geht wach. Die macht Schaumbad. Die schwebt im Luxus. Genau, Mina. Du musst dich schon mal an die Pferde gewöhnen. Das wird deine Aufgabe sein. Los, renn los. Baden bis sauber brauchst du nicht. So, Festessen. Kuchenstück. Rechnung bezahlen. Finde ich viel praktischer als bei Sims 4 oder Sims 2. Einfach nur so bezahlen, muss nie im Briefkasten und ab dafür. So. Jetzt muss sie sich hier allein um die Kleinen kümmern. Vitamin B geht mir auf die Nerven. Oh, hör auf, den Waschschutz zu machen. Geh das Kind machen, meine Güte. Zack. Kann man jetzt mit dem Kind hier irgendwas? Ja, Laufen beibringen. Eschka! Wie ist denn das jetzt? Lil ist das, gell? Ja. Na, Bibi, Stati. Ja, der Vater ist nicht da. Und Taylor kann das bestimmt auch, ne? Ah ja, der kann das auch. Okay. Oh. Na, Kana. Machen wir erstmal ein Kind, das Laufen beibringen, und dann machen wir das nächste. Stamba, Bubo. Oh. Jemand hat in der Stadt das Gerücht verbreitet, dass Taylor Mannerin verhaftet wurde. Wer macht sowas bloß? Die Presse. Was mit dem Kind? Ist alles in Ordnung? Ja. Spiele mit Kindern. Oh, hier. Mit Kinderspielzeug spielen. Ja, hier ist auch bloß groß kein Platz. Ja. Lorena, mach irgendwas hier. Wenn du schon spielst, dann spiel so. Zusehen, wie Mina erfolgreich älter wird. Ist sie schon so weit? Die hat doch noch 3 Tage, ich würde doch schon sagen, hä? Wie sieht's denn überhaupt mit Taylor aus? Und der hat da noch ein paar Tage. Okay. Jetzt schon wieder jemand Hunger gehabt, hat wieder die Zeitung angefressen. Du musst bestimmt noch mal aufs Klo, ja? Die Fox gehen, ja, wegen mir. Die paar neue Freundschaften kennen. Oh, Kalibali. Oh,
Digimono. Gut. Puka hat jetzt schon wieder eine. Puka, wie? Achso, du bist noch nicht. Kommst erst nach Hause. Lili hat so einen. Sie ist. Erstmal aufs Klo. Puka kann sich ja dann erstmal darauf auf. Es geht momentan. Puka, kannst du mich mal kurz ablösen? Hör auf Fernsehen zu gucken. Hier, das Kind, das hat Hunger. Geh mal, wo ist es denn? Oben Boden füttern wieder? Ja, geh aufs Klo, komm. Taylor kommt schon zurecht. Spielzeug Yeti und noch. Ach, das ist der Spielzeug Yeti. Mina, du kannst ja derweil du. Genau, du gehst duschen. Du weißt, was zu tun ist. Auf Rot, oder? Hier, pfleg mal deinen Garten. Guck mal was, für dein Geld, das du nicht bekommst. Ich finde es aber schön, dass die Kinder jedenfalls automatisch Hausaufgaben machen. Außer schulische Aktivität anmelden, kannst du wegen mir machen. Film gucken. Yasuhuni. Ach, jetzt sind alle drei Pferde schon hier. Okay. Machen die auch irgendwas über. Taylor hat immer Hunger. Kriegt der bei denen Speis? Achso, der ist ja diesmal woanders, warte mal. Gucken wir uns mal ein bisschen die Häuser an. Ah, das ist ein bisschen altbacken hier. Blitzfox. Klar, Akisia und Willow Fox. Was macht das Pferd? Keine Ahnung. Ach, das sind die Pferdeboxen. Okay. Haben die noch eins oder sind die? Ist hier eine richtige Reitstation hier. Ah, die scheinen aber noch irgendeinen Hund zu haben. Ist die ein Werwolf? Es wäre cool, wenn die zusammenkommen würden. Freundschaftlich begrüßen. Ach nee, es ist jemand anderes, okay. Go on, be so sunny. Ah, Trollop. So ist auch ein Vampir. Gut, die würden gut zusammenpassen, aber das ist eine Erwachsene. So wie es so sieht. So. Uga, hör auf das Pferd. Was hat sie denn? Smüge. Du mach ein Windel wechseln, du mach ein ins Kinderbett legen, so. Du mach ein, wo sind denn hier? Das ist schmutzige Windel. Schmutzige Windel wechseln. Du mach ein Kinderbett wechseln. Los, euer frei. Ihr müsst euch schon mal ein bisschen. So. Gut. Trinkt Plasma-O-Saft. Okay, sie macht Hausaufgaben. Gut, und danach kann sie ja Reste essen vom Kuchenstück. Wo ist sie denn überhaupt? Ach, sie macht da Hausaufgaben. Okay. Als Hausaufgaben fertig. Für sie auch. So. Das ist halt der Nachteil, wenn du eine große Familie hast. Du musst wirklich über und nirgends sein. So, dann gucken wir mal hier. Hunger, du hast auch Hunger, also. Nee. Das ist der Essen ein Stück, so. Oh.
Übelkeit. Geh. Ich helfe euch schon so gut ich kann, aber alles kann ich nun auch nicht. So. Oh, könnt ihr noch ein bisschen quatschen miteinander. Ja, genau. Und ja. Ab dafür. So betrachten. Etwas lesen. Du kannst jetzt ins Bett gehen. Wäre mal angebracht. So. Die geht auch ins Bett. Zack. Taylor macht Wonders Nickerchen. Gut, okay. Pferde, die schlafen auch, ne? Geputzt werden. Nein, die schlafen noch nicht. Ich sammle die Dinger hier schon fast. Ich hab schon 3 Stück. Hast dich gerade noch gerettet, Taylor. Und ich sag jetzt hier schon mal Ciao und Miau und wir sehen uns in der nächsten Folge von Die Sims 3. Wir haben die Gacy Challenge wieder und mal sehen, was uns dann da noch erwartet. Schönes. Ich gehe mal davon aus, dass die Zwillinge älter werden. Ich werde das jetzt so machen. Ich werde die ein bisschen schon mal raufboostern mit. Sagt schon. Töpfchen gehen und solche Sachen und dann sehen wir uns dann da wieder.